Nach dem Zweiten Weltkrieg stand der Deutschen Reichsbahn ab 1949 nur eine kleinere Anzahl an Verbrennungstriebwagen zur Verfügung. Diese waren jedoch unter anderem aufgrund von Kriegsschäden oftmals nur bedingt einsatzfähig. Da die Reichsbahn für eine Rationalisierung auf Nebenbahnen aber dringend Triebwagen benötigte, wurden ab 1955 vom VEB Waggonbau Bautzen die sogenannten Leichtverbrennungstriebwagen VT209 entwickelt. Die Serienproduktion startete 1963. Die auch als Ferkeltaxen bezeichneten Schienenbusse prägten bald das Erscheinungsbild der Deutschen Reichsbahn auf Nebenbahnen zwischen Ostseeküste und Thüringerwald, Rügen und Erzgebirge. Mit dem neu konstruierten Modell des Schienenbusses VT209 der Deutschen Reichsbahn steht nun den Freunden ostdeutscher Züge ein zeitgemäßes und auch betriebstaugliches Modell der bekannten Ferkeltaxe zur Verfügung. Die stimmige Farbgebung und Bedruckung, die glasklaren Fenster sowie viele angesetzte Details lassen den Triebwagen zu einem Schmuckstück auf jeder Anlage werden. Das Modell überzeugt unter anderem durch extra montierte Scheibenwischer, Kuckuckslüfter, Ventilatoren, Mehrfachsteckdosen, Absperrhähne, Toilettenrohre, Nachbildungen der Scharfenbergkupplungen und mit detaillierter ausgestalteter Bodengruppe. Selbst die Fahrersitze sowie beim Triebwagen die Magnetbremsen, der Ölbehälter und die Sandkästen sind einzeln ausgeführt. Der Triebzug besitzt darüber hinaus einen freien Durchblick durch das Fahrzeug mit nachgebildeten tiefen Sitzen sowie die vorbildgerechte Zierleiste unterhalb der Fensterbrüstung. Der Durchblick durch das Fahrzeug ist dabei, wie hier zu sehen, auch bei eingebautem Decoder gegeben. Neben der detaillierten Optik besticht der Pico VT209 auch mit zahlreichen technischen Highlights. So findet unter anderem die innovative Steuerungslogistik aus dem DB Schienenbus, für die Pico im Jahr 2017 das goldene Gleis erhielt, auch im Reichsbahn-Pendant Verwendung. Die Beleuchtungsfunktionen beider Fahrzeuge sind besonders intelligent geregelt. Das Triebfahrzeug registriert hierbei selbstständig, ob ein Steuerwagen beigefügt ist, und schaltet dann zwischen den Fahrzeugen die Stirnbeleuchtung ab. Ab Werk sind die Modelle bereits mit einer digital schaltbaren Innenbeleuchtung ausgestattet. Der Triebwagen wird auf beiden Achsen von einem starken Kleinstmotor angetrieben, der zugunsten einwandfreier Laufeigenschaften mit Schwungmassen ausgestattet ist. Für optimale Fahreigenschaften im Digitalbetrieb besitzt das Modell ab Werk einen eingebauten Pufferkondensator. Trieb und Steuerwagen sind über eine kaum sichtbare stromleitende Kurzkupplung miteinander kuppelbar und sind dadurch vorbildgerecht eng gekuppelt. Das analoge Modell besitzt eine Digitalschnittstelle PLAX 22 nach NEM 658 und ist für eine einfache Nachrüstung mit Sound und größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet. Die Soundversionen des kultigen Schienenbusses aus der ehemaligen DDR sind ab Werk mit einem innovativen Pico Smart Decoder 4.1 Sound PLAX 22 ausgestattet. Der eingebaute Lautsprecher ist speziell auf den VT209 abgestimmt und ermöglicht eine kraftvolle und realistische Wiedergabe des 12-Bit-Sounds. Viele typische Geräusche wie Motorengeräusch, Signalhörner und weitere schaltbare Funktionen sind einzeln abrufbar. Die Sounds des Schienenbusses wurden dabei an einem Vorbild aufgenommen und von der Pico Soundabteilung speziell abgemischt. Auf diese Weise stellen wir maximalen Realismus bei den Sounds sicher. Mit dem VT209 erscheint nun ein weiteres Modell eines Kultfahrzeuges aus der ehemaligen DDR in einer zeitgemäßen und liebevoll detaillierten Umsetzung des Originals.
Die detailverliebten Modelle erscheinen im Dezember 2019 im Fachhandel und im Pico Webshop in folgenden Ausführungen.